Andererseits, ich möchte dieses Jahr zum Welttag des Buches Lesezeichen verlosen. Die kriege ich von Lovely Books zur Verfügung gestellt, aber ich weiß ehrlich gesagt selber gar nicht, wie viele ich bekomme. Ich persönlich kenne diese drei, schlau wie ein Fuchs mit Lovely Books, ich lese also bin ich, oder jedem Buch sein Eselohr. Man kann ihn halt immer so an so einer Stelle abknicken, das finde ich immer ganz cool. Mein persönlicher Favorit ist ja, ich lese also bin ich. Das mag ich am liebsten, das sieht man leider auch schon ein bisschen. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, wie viele ich bekommen werde, aber ich denke, dass es mindestens drei Gewinner geben wird. Die Anzahl der Lesezeichen, die ihr dann kriegt, hängt dann natürlich davon ab, wie viele ich kriege. Und wenn es ganz, ganz viele werden, dann wird es auch mehr als drei Gewinner geben. Und jetzt, horcht auf, meine ausländischen Zuschauer. Österreich, Schweiz, Luxemburg, wo auch immer ihr herkommt. Okay, vielleicht jetzt nicht die USA, aber innerhalb von Europa. Ihr dürft dieses Mal alle teilnehmen. Da das Porto international auch nicht so unfassbar teuer ist, möchte ich, dass heute zum Welttag des Buches alle Bücherfreunde, die meinen Kanal verstehen können, trotz meines relativ schnellen Deutschs, teilnehmen können und sich um diese Lesezeichen bewerben können. Ganz egal, ob ihr aus Österreich, Schweiz, Luxemburg, Frankreich oder sonst wo kommt, solange ihr meinen Kanal verstehen könnt. Und was müsst ihr dafür tun, um teilnehmen zu können? Erstens, ihr müsst am besten über 18 sein oder die Einverständniserklärung eurer Eltern haben. Ihr gebt eure Adresse weiter und das ist für viele Erwachsene definitiv ein Problem und ihr solltet damit auch vorsichtig sein. Ihr könnt jetzt hier mein Gesicht sehen, aber naja, man kann ja nie wissen. Nein, keine Sorge, ich bin harmlos. Zweitens, kommentiert mir unter diesem Video entweder, welches das erste Buch war, was ihr gelesen habt. Zweitens, welches vielleicht das Buch war, was ihr auf eine Empfehlung von mir hin gelesen habt. Oder drittens, was euer absolutes All-Time-Favorite-Lieblingsbuch ist. Eine dieser drei Fragen, oder gerne auch alle, müsst ihr mir hier beantworten, wenn ihr das Video über Facebook guckt und keinen YouTube-Account habt. Dann könnt ihr mir auch unter dem Originalpost von Das Bücherregal gerne kommentieren. Das ist auch vollkommen in Ordnung, bloß bitte unter dem Originalpost, weil wenn das 5 Leute geteilt haben, sehe ich das nicht mehr. Ja, also das ist eigentlich alles, was ihr machen müsst. Alles Wichtige steht sonst nochmal unten in der Infobox. Und ich hoffe, dass euch diese kleine Verlosung gefallen hat. Teilnehmen könnt ihr bis einschließlich des 30.04. um Punkt Mitternacht. Danach kann ich leider nichts mehr berücksichtigen. Die Auslosung wird dann zusammen mit meinem Lesemonat am 3. Mai online kommen. Ich hoffe, dass ihr dann auch wieder zahlreich dabei sein werdet und auch bei meinen Videos, die dazwischen kommen werden, dass ihr jetzt noch einen wunderschönen Welttag des Buches habt und dass wir uns das nächste Mal wiedersehen. Bis dann!